Hallo und herzlich willkommen zur 108. Episode von Pathfinder Kingmaker. Ja, wir sind immer noch im Grab von Vordakai und ich glaube, dass da auch noch länger so der Fall sein wird. Wir haben jetzt viel Heilung gebraucht, aber eigentlich geht es uns noch recht gut. Onwards. Auf diesem Flachrelief hebt ein in zeremoniellen Roben gehüllter Zyklop eine leuchtende Kugel empor, das Auge von Abaddon, ein Geschenk des Reiters des Todes. Zu Füßen des Zyklopen knien und liegen zahlreiche Menschen. Ah, okay, wir müssen jetzt sowieso da weiter, wenn es irgendwie geht, oder? Ja. Follow me. Geldtechnisch ist das echt in Ordnung, was wir hier haben. Wieder mal speichern zwischendurch. Rabe wartet schon wieder. Steinaltar ist mit getrocknetem schwarzem Blut und Ruß überzogen. Blutstropfen. Minus 3 K.O. Okay. Patience. Weiß nicht, für was das gut war, aber gemacht haben wir es trotzdem. Brace yourself. The throne room is near. Are you ready to meet great Vordakai? Are you ready to accept the gift of serving my master? Rüstet euch, Mensch, der Thronsaal ist nah. Seid ihr bereit, vor den großen Vordakai zu treten? Seid ihr bereit, das Geschenk anzunehmen, meinen Meister zu dienen? Ja, ich werde diesen Albtraum bald ein Ende machen. My master awaits. But before you enter his presence, Vordakai has no use for the weak, nor any who beg for m- Oh, so this Vordakai of yours, he wants us to spread tales about him? No, no. I am Lindsay, the Baron's chronicler, not this Vordakai's. No matter what your master commands, he won't merit a footnote in my chronicle, or any other. But if it did, is it Vordakai with a K-A-I or a K-I at the end? Details, you know. Leider bin ich jetzt unabsichtlich angekommen, weil ich wollte runterschauen, damit ich, weil ich will keinen vorschlagen, die sollen selber reden für sich. Oder möchte denn Vordakai, dass wir Geschichten über ihn verbreiten? Nein, nein, ich bin Linze, die Chronistin des Barons, nicht der Sprache von dem Vordakai und so weiter. Der Araber antwortet nicht, er musste sich im Moment eher laut krächzen in die Dunkelheit verschwindet. Wenn, dann sollen sich alle selber zeigen. Ich werde keinen zum Tod oder Schwäche verurteilen. Dann gibt's wieder Blutstropfen. Applaus, please! Grotus awaits us.
Was auch immer das bedeuten mag. Completed. My search was not in vain. I failed. I'm sorry. Anything else? Applause, please. I don't like surprises. Applause, please. My search was not. Wahnsinn, wie viele Fallen das sind. Anything else? Oh, I don't like surprises. Applause, please. My search was not in vain. Applause, please. I don't like surprises. Oh, das bringt fett Erfahrungspunkte. Anything else? No stopping now. My search was not in vain. Applause, please. Oh, I don't like surprises. Applause, please. My search was not. Jawohl, level up. Jawohl. Anything else? Applause, please. Gut, dann müssen wir natürlich steigern. Fangen wir mit Aldrich an. Kämpfer, Fighter Level 12. Oh, ich kann wieder eins mehr haben. Stärke, Konstitution. Für mehr Lebensenergie. Stärke für mehr Schaden. Mehr Stärke, das und das. Mächtige Waffenspezialisierung, Langschwert, sehr gut. So, Valerie, selben Grün. Da geben wir Geschicklichkeit mehr. Auch mächtige, genau, das Bastschwert. Sehr gut. Harim. Level 12 Kleriker. Weisheit 25. Spells schauen wir dann noch. Lindsay, Level 12 Bade. Mehr Charisma. So. Wäre auch nicht. Bewegungsfreiheit ist auch nicht, aber ich glaube, gemeinschaftlich unsichtbares Sehen ist ganz gut. Frischender Auftritt, was ist das? Ein Bade Stufe 12 oder höher kann man jetzt einen Effekt erzeugen, der Zauber massenschwerer Wunden entspricht. Alle Zauberstufe gilt dabei die Stufe des Bades. Nice! Sehr stark. Wow! Cool, damit kann ich wieder heilen. Liebe Octavia, hat leider noch nicht für Level 12 gereist, weil du Level 1 Schurke bist, aber trotzdem können wir da was nehmen. Natürlich noch mehr Intelligenz. Damit kannst du noch mehr Spells.
Zauberspezialisierung. Ist, hatte ich ja schon. Oh nein, Haste kann ich nochmal. Dann wird's wieder besser, das Haste. Okay, was kann ich da? Jo, ich könnte jetzt Level 6 Spells. So. Auflösung ist nice. Schauen wir mal kurz. So, Moment mal. Ich sollte auf jeden Fall sowas wieder nehmen, auch glaube ich. Damit. Ja, nehmen wir Auflösung. Und die nächste Bestengestalt oder. Drachenwesen. Du bist in der mittelgroßen drachenähnliche Kreatur. Versteinert mal wir. Dann machen wir es so. So, gleich mal in die Spellbox. Achso, noch nicht ganz, sorry. Keep your eyes open. Wir hätten fast Viech vergessen, mein guter Kondaio. Level 12 Ranger. Jawohl, auch nochmal Biss. Ah, sorry. Ahnung. Waldorf auf Stufe 12 oder höher kann als Bewegungsaktion die Heimlichkeit fertig einsetzen, um sich in jedem bevorzugten Gelände sogar im Kampf zu verbergen. Wow. Okay. So, aber jetzt. Okay, da kann ich was dazu machen. Mit einem Flammenschlag erzeugt, um nochmal extra Schaden zu machen. Zauberresistenz wäre auch super. Gute Wirkung, why not? Aber. Oder natürlich Lebensatem. Könnte ich auch wieder zurückbringen. Und der Flammenschlag, Flamestrike wäre schon cool auch zur Not. Ist das Reinigung noch? Ne? Okay, das wäre nochmal so etwas, um einen wieder zu halten. Nehmen wir das. Und was kann ich bis 6 nehmen? Soll ich nochmal Heal nehmen? Weil Heal ist halt wirklich super stark. Toten, Untoten. Ah, wir bleiben bei Heal. So, sie kann eh nichts mehr. Und sie, jawohl, nochmal Magic Missile. Machen wir nochmal Haste dazu. Vielleicht tue ich die überhaupt, die Feuerbälle weg und mache mehr Haste. Dass sie miteinander noch mehr Haste, weil ihr Haste ja extra stark ist. Mach mal drei Lightning Posts zur Haste. Dafür der Fireball, das soll bleiben. Kette Kegel setzen hier, wenn es immer so blöd ist.
machen wir aber trotzdem nochmal. So, und da, okay, Auflösung. Da machen wir einmal Drachenwesen und dann Auflösung. Zweimal. Gut, und Ekon Dayo, kannst du noch was extra? Oh ja, könntest du. Okay, aber leider würden wir hier nicht rasten können, nehme ich an. Selbst wenn wir da das Blink und so. I see something! Ja, kannst du nicht jagen und dadurch. Ich will nicht aus unserer Ration verschwinden. Ja, dann müsste. Ah, ich müsste Rationen haben, dann könnte ich auch im Dungeon rasten. So. Applaus, please! So wird es wahrscheinlich funktionieren, naja, egal. I did as you asked. Dieses Flachrelief zeigt eine uralte Hinrichtung. Ein Priester, ein Zyklop, beugt sich über den Körper eines Opfers. In der Hand hält er etwas, das aussieht wie ein Krug, ein Dysrelikt. Okay, ja. Was ist das? Stab-Vampirgriff. Du brauchst einen erfolgreichen Berührungsangriff im Nahkampf. Ah, Vampiric Touch. Was habe ich da nochmal? Also die Nullladungen. Ehrlich kann ich das weg, dann kann ich ihn einfach noch Vampiric Touch hier noch nehmen. So, speichern wir sicherheitshalber auch gleich mal wieder. So muss schon gesteigert haben. This is where Who I will live. Avail? This is to you. Dass ich gespeichert habe. Ich weiß, ich habe jetzt nur zugesehen, aber ich wollte sehen, ob sie es überlebt. Gut, dann müssen wir ein bisschen intelligenter kämpfen. Sie ist aber auch dumm gestanden da und ich glaube, sie haben sich gegenseitig alle blockiert. It is done. Adventures call to them. Who will prevail? Does it matter? Exposed. Boah, hat irgendein Harmspell oder so gemacht? Eieieiei. Ui, die haben mir nette Sachen. I wrote it like I saw it. Sehr gut. Gleich mal anschauen, was wir da bekommen haben.
Vollständige Axt. Okay, 2 Ende plus 2 bringen nichts. Ritterrüstung plus 2. Was hab ich? Auch eine Ritterrüstung plus 2. Sie hat da nur eine Mitral-Ritterrüstung plus 2. Okay. Nice. Und er? Bitte. Nice. Oder? Oh ja, ist besser. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wieder etwas besser geworden. Anything else? Wir müssen ihn wieder mit Tränken erstatten. Speichern nicht vergessen. Und weiter geht's. Wollte Seelen verschlingen. Schauen wir vor alles an. Oh, da geht's unten weiter. Gut, dann gehen wir mal weiter. My search was not in vain. Applause, please. I don't like surprises. Applause, please. My search was not in vain. Anything else? Look ahead. Applause, please. I did as you asked. Das Flachrelief zeigt den von Knien Menschen umringten Reiter des Todes, deren triumphierend einen Lichtbügel in der Hand hat. Es gibt einen Inschrift, Vordakai ist gesegnet, bla bla bla. Nur Blasphemie. Done and done. Das, dieses Flachrelief zeigt die vier Reiter der Apokalypse. Ja. Applause, please. Sense, ja, brauche ich nicht, aber mich interessiert es noch nicht. Die Wände sind mit Bildern und Katastrophen bedeckt, hier und da mit Massen von Dämonen, okay. I did as you asked. Die Auge in der Mitte des Flaches scheint sich anzuspannen. Okay. Hier sind die alle da, speichern wir wieder. Dass der eine Raum da jetzt da bedeutet hat, wo nichts war. Bisschen komisch, aber wir werden noch sehen, ob er von Belang wird. Alrik, die Finsternis ruft euch. Bete zu deiner Göttin. Can do it. Okay, ich hoffe, ich habe gespeichert. Okay, die gehen direkt auf die los und ich kann sie schon töten, aber sind schwieriger zu treffen.
Gut. Sollte ich mich fast buffen? I wrote it like I saw it. Adventures call to them. We can do it! Inspiration. Furcht. Ich kann, glaube ich, Furcht brechen mit meinen Tieren. Oder auch nicht. Eine Bezauberung brechen. This spell's not supposed to work like that. This spell's purpose is different. What the fuck? Was haben die eigentlich alle? Ich weiß es nicht. Kann ich irgendwie was auch immer machen? Furcht bannen. Was er Furcht hat. Oh,
Toll, sie muss wirklich gegen ihn kämpfen. Ich will nicht, dass Lindsay, die ist ja weg, wenn sie stirbt. Ich muss das nochmal laden. Wenn ich Pech habe, kann ich das gar nicht schaffen. Also muss ich Lindsay hergeben, weil Lindsay sich ja, wenn sie stirbt, automatisch teleportiert. Ja, wenn man das gewusst hätte, sie genau die falsche. Aber gut, probier's noch. Aber es schaut für mich wirklich so aus, als hat jeder seinen Kampf und die anderen können gar nichts machen. Und wie soll Lindsay eine Chance haben? What troubles you? Let's finish them quick. Serves you right. Ja, sieht wirklich so aus. Scheiße, ich hätte ein Dings gleich machen sollen. This spell's not supposed to work like that. Laden. Erstens mal habe ich Depp vergessen, zielsicherer Schlag. Und vielleicht geht das schon, dass ich zumindest alle auf den gehen kann. Ich hoffe, dass es geht. Ja, wie gesagt, sonst ist Lindsay fix verloren. Kann nichts dagegen machen. Also fix verloren. Sie kommt schon wieder, aber ich habe sie nicht im Endkampf, wo sie noch wichtig sein kann. Vor allem, weil sie Haste und alles hat. I wrote it like I saw it. What's the hold up? This is her zone. You right. Lindsay könnte auch noch einen Lightning Bolt machen. Das wäre noch egal, weil Oktave kann ich wieder holen. Na, aber Lindsay muss ihren Widersacher wirklich selbst beleben. Also ich kann den nicht angreifen. Aber ich kann zumindest...
kann Octavia schon mal zurückholen. Und sie soll noch. I see something. Would you look at that? Worte. Warum ist sie noch tot? Ach, ich keine Ahnung, warum sie jetzt nicht. Ach Gott. Es ist wirklich ärgerlich, dass der auf die Linse geht. Also jeder hat nur seinen eigenen. And Lindsay was called forth. What's the holdup? I wrote it like I saw it. My search was not in vain. I see something. It is done. So. Schwieriges Unterfangen. Let's finish them quick. We can do it. Gott sei Dank.
Das macht nix. Bitte, jetzt hätte es fast geschafft. Ach Gott, Leute, es ist schon wieder eine Ehrlich. Wirklich, ich will Lindsay da nicht verlieren müssen. Warum muss Lindsay diesen blöden Dings, was man nicht ablegen kann, dass sie immer zurückportet? Ich glaube, dass mit so einem Rundlaufen das funktionieren würde. You can count on me. Einziges Mal vorgekommen. Der macht den Critical Hit und tötet mit Nalric auf einmal. Oh Gott, das ist immer so typisch. Immer wenn es schon spät ist, dann kommt so eine Scheiße. Ich sag's euch, ich breche zur Not ab die Episode. Wenn ich es jetzt nicht gleich schaffe, lass ich's. Super.
Ja, gut. Ich glaube, ich lass. Scheiß auf Lindsay. Na gut, da müssen wir jetzt eh nochmal laden, weil sie Sekundär auch wird. Ich glaube, das wird eine traurige Episode enden. Gut. Es tut mir leid, es wird ein trauriges Episodenende, aber es ist schon sehr spät am Abend und die Episode dauert mir leider schon viel zu lange. Deswegen müssen wir sie abbrechen, es tut mir leid. Ich muss den Kampf nochmal bringen, vielleicht schaffe ich es ja doch, dass Linz überlebt. Aber selbst wenn es nicht überlebt, müssen wenigstens alle anderen überleben. Aber das ist ja ein richtig knüppelharter Kampf hier. Eieiei. Naja, gut. Wir werden uns das beim nächsten Mal anschauen und ich hoffe, dass ich es dann schon schaffe. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Knupsan, bye bye.